Wenn man sich noch nicht vorstellen kann, wie die Medienberichterstattung im laufenden Superwahljahr stattfinden wird, dann empfehle ich einen Blick auf das, was in den Berichterstattungen die letzten Tage passiert ist. Begonnen hat das gleich einmal letzte Woche mit einer riesengroßen Aufregung. Da war es nämlich so, dass eine Gruppe von freien Journalisten auf Einladung der FPÖ nach Straßburg gefahren ist, um sich dort die Institutionen der Europäischen Union zum einen einmal etwas näher anzusehen und auf der anderen Seite auch, um an einer Pressekonferenz von freiheitlichen Abgeordneten teilzunehmen. Interessanterweise hat es auch der Auslandskorrespondent des Standard, der Herr Mayer, zu dieser Pressekonferenz geschafft. Übrigens hört man zumindest aus österreichischen Kreisen, dass das eher ein Novum ist, denn der Herr Mayer lässt sich in Straßburg an sich nicht so oft blicken, also dürfte schon extra aufgrund dieser Geschichte dorthin gefahren sein, offensichtlich auch mit dem Vorhaben, das entsprechend zu skandalisieren. Also erstens einmal hat es als unglaublich schlimm empfunden, dass hier überhaupt nicht Mainstream-Medien nach Straßburg gekommen sind und hat da schon sozusagen mal das erste große Problem für die Demokratie gesehen. Wenn man sich die Berichterstattung und das, was der Herr Mayer daraus gemacht hat, in weiterer Folge ansieht, dann bemerkt man auch, dass ein Versuch unternommen worden ist, die freien Medien sozusagen zu einem Parlamentssturm hochzustilisieren, also quasi nach dem Muster von dem, was in Washington und im Kapitol passiert ist. Und da denke ich mir wirklich, sitzen dann auch alle Schrauben richtig, wenn man das so macht. Der Mayer hat moniert, dass es tatsächlich ein Kamerateam der freien Medien zu Wege gebracht hat, ein anderes Kamerateam, nämlich ein öffentlich-rechtliches, bei einem Livestream zu filmen. Also ich denke mal jetzt einmal, ein Livestream wird deswegen gemacht, um öffentlich-rechtliche Berichterstattung zu machen. Was daran geheim sein soll, erschließt sich mir nicht. Aber es reicht offensichtlich schon aus, hier mal den ersten Skandal draus zu machen. Natürlich hat man dann in weiterer Folge gesagt, ja, abgesehen davon war das eine Horde von Rechtsextremen, die hier sozusagen in Straßburg eingefallen sind und dem alle anderen sozusagen unter Druck gesetzt und furchtbar verschreckt. Ja, komplett komischer Ansatz, der hier gewählt worden ist. Und es zeigt ja, wie verzweifelt man ganz offenbar ist, vor allem auf Seiten des Standards, der sich ja immerhin im letzten Jahr mit 1 Million Euro durch die Regierung subventionieren hat lassen. Aber zurück zur Reise nach Straßburg. Dem nicht genug hatte dann auch noch etwas anderes stattgefunden, nämlich hat dann ein grüner Abgeordneter behauptet, es wäre ihm gegenüber zu einem körperlichen Angriff gekommen. Also alles, was man aus Straßburg insofern hört, ist, dass das einfach nur frei erfunden worden ist, um die ganze Geschichte zusätzlich zu dramatisieren. Der Hohe Priester der Europäischen Union, Othmar Karas, hat sich auf das hinauf gleich mal dazu veranlasst gesehen, zu prüfen, ob solche bösen Medien in Zukunft überhaupt noch Zutritt zum Europäischen Parlament erhalten sollen. Und er wird das an höchster Stelle mit der Parlamentspräsidentin nun besprechen. Er sagt, grundsätzlich soll schon jeder ins Europäische Parlament können, aber eben nicht böse Rechte. Und deswegen muss man da dann doch wieder differenzieren. Also es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen EU-Bürger und EU-Bürger, guter EU-Bürger und schlechter EU-Bürger, linker EU-Bürger, ÖVP-EU-Bürger und andere. Und da kann man natürlich dann in einem vollkommenen Willkürakt entscheiden, wer dann in sein Parlament hinein darf und wer nicht. Also man sieht schon, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie die Europäische Union aufgestellt ist und wie sie vor allem denkt und was sie vor allem auch bereit ist zu tun, wenn politisch Andersdenkende hier ganz offensichtlich in Bereiche eindringen, wo man es nicht möchte. Und wie gesagt, ein Pressekonferenzraum sollte schon noch für jedes Medium zugänglich sein und eben nicht nur für ausgewählte Freunde von Falter, Standard und Co. Das nur dazu. Übrigens, ein Wort zur Zensur, die gibt es hier auf diesem Kanal nicht. Ich würde mich daher freuen, wenn möglichst viele neue Zuschauer ein Abo auf diesem Kanal klicken, ein Gefällt mir da lassen und dann natürlich auch noch die Glocke aktivieren, denn bei mir könnt ihr versichert sein, dass es jedenfalls nicht so sein wird, dass irgendjemand mir sagt, was aus diesem Kanal zu veröffentlichen ist, einerseits, und auf der anderen Seite werden wir auch weiterhin natürlich kritische Themen ansprechen. Aber zurück zu diesem Zirkus, der hier entsponnen worden ist, also der Sturm aufs Europaparlament, den angeblich irgendwelche freien Medien da vom Zaun gebrochen hätten, war mal das eine, was
Bericht erstattet worden ist. Eine zweite Geschichte ist dann auch noch dazugekommen, und zwar der angebliche Übergriff auf einen Kameramann von Puls 4. Auch das eine Geschichte, die vollkommen an den Haaren herbeigezogen worden ist. Es ging da um eine Veranstaltung der FPÖ in Favoriten, und da wäre angeblich ein Puls 4 Kameramann von bösen rechten Recken attackiert worden. Wir kennen ja bereits das Video, und ich werde es jetzt dann auch gleich hier einblenden, das genau das Gegenteil zeigt. Und zwar handelt es sich bei dem Kameramann ganz offensichtlich nicht um einen Kameramann, sondern um einen Kameraaktivisten, der in sehr, sehr brutaler Art und Weise auf Leute auf dieser Demonstration zugestürmt ist und diese wirklich aus einer bedrohlichen Nähe gefilmt hat. Also ich glaube nicht, dass es die Aufgabe eines TV-Kameramannes ist, dass man also Bürger, die an einer Demonstration teilnehmen, bis auf 2 Zentimeter vors Gesicht herangeht, um diese dann zu filmen und irgendwie zu bedrängen. Also dass es hier zu entsprechenden Abwehrreaktionen kommt, ist für mich nachvollziehbar. Das Ganze ist natürlich dann sofort von Puls 4 thematisiert worden, wiederum dankbar vom Regierungsblatt Standard aufgenommen worden, und auch das hat man wieder aufgeblasen bis zum geht nicht mehr. Und das, obwohl anwesende FPÖ-Funktionäre und auch Mitarbeiter der Presse natürlich bestrebt waren, diese Spannungssituation aufzulösen und hier kalmierend eingegriffen haben. Das ist zwar dann und wann Bericht erstattet worden, aber hat offensichtlich nur eher sekundären Charakter gehabt. Interessant ist aber, was sich jetzt rund um diesen Kameramann auftut und was man da sozusagen wieder für Neuigkeiten erfahren hat. Der Kameramann dürfte ganz offensichtlich ein ganz, ganz Linker sein, denn er posiert in sozialen Medien mit Andreas Babler, bekanntermaßen ein Marxist im Gewand der SPÖ, ist dann mit einem riesengroßen, breiten Grinser zu sehen. Und auf der anderen Seite dürfte auch sehr, sehr viel Sympathie für die Grünen und generell auch für das Pro-Asyl-Wesen übrig haben. Das heißt also, dieser Herr ist nicht zufällig dort gewesen und vor allem hat nicht zufällig dort so agiert, wie er agiert hat. Und aus meiner Sicht ist eines ganz, ganz klar, wenn Puls 4 hier den Anspruch erhebt, politisch neutrale Nachrichten machen zu wollen, dann sind solche Kameraleute schlicht und ergreifend fehl am Platz. Wie gesagt, man braucht Kameraleute und keine Kameraaktivisten. Das ist nur ein kleiner Auszug aus der medialen Berichterstattung der letzten 5-6 Tage. Also wir können schon darauf gespannt sein, was Ihnen in den nächsten 5-6 Monaten diesbezüglich einfällt. Wir werden auf jeden Fall wacker und standhaft bleiben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen wieder.